Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Jeden Tag eine Frage und ein Engel. Bam! Die dich aufmischen sollen, damit du auf dem Weg zu Weihnachten in dieser besonders herausfordernden Zeit auch das Maximum für dich rausziehen kannst. Und die Frage heute, die für dich wie ein Kuss schmecken soll aus diesem wunderbaren Buch von Carmen Kindel-Ballfuß, Fragen können wie Küsse schmecken, ist eine Frage, die gar nicht mehr so eine Fiktion ist. Aber stell dir vor, Weihnachten würde nicht nur minimiert werden, wie es jetzt im Lockdown ist, sondern Weihnachten würde komplett abgeschafft werden. Was glaubst du, würde uns als Gemeinschaft und auch den einzelnen Familien fehlen, wenn Weihnachten komplett abgeschafft würde? Das ist die Frage des Tages. Und jetzt ziehe ich wieder meine Engelsbrille auf, die mir meine liebe Freundin Ellen Horlebein aus Afrika zugeschickt hat. Und sofort bekomme ich den Durchblick und erkenne einen guten Engel in diesem wunderbaren Buch von Anselm Grün, 50 Engel für die Seele. Und heute wünsche ich dir den Engel der Nächstenliebe. Ich wünsche dir viele positive Erfahrungen mit deinem Engel der Nächstenliebe. Er möge dir die Augen öffnen, damit du siehst, wo gerade du gefragt bist. Der Engel der Nächstenliebe wird dich in Berührung bringen mit einer Seite deiner Seele, die dir gut tut. Er lässt deine Seele aufblühen. Er erfüllt sie mit Liebe. Du wirst dich nicht überfordert oder verausgabt fühlen, wenn du dem Engel der Nächstenliebe folgst, sondern du wirst spüren, wie deine Seele lebendig wird, wie sie weit wird und von Freude erfüllt wird. Ich wünsche dir aber auch dann, wenn du in Not bist, Engel der Nächstenliebe, die den Mut finden, auf dich zuzugehen, in deine Not einzutreten und mit dir ein Stück des Weges zu wandern. Dieser Engel soll dich heute den Tag über begleiten. Und ich freue mich dann darauf, wenn du morgen wieder einschaltest, wenn wir das nächste Türchen öffnen werden.